Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal ein kleines, besonderes Video für euch. Ja, ich werde euch heute auch die Eventwoche zeigen, die gestern am Donnerstag erschienen ist. Und ich werde euch ein Halloween-Event zeigen, was auch gestern mit dem Update hier erschienen ist. Ja, auf jeden Fall fangen wir mit dem Video jetzt gleich auf jeden Fall an. Aber es haben mir noch ein paar Leute geholfen. Das ist einmal der Dusan, No Is No Fun, der Shadow und der Walker Kilian. Ja, die alle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr die abchecken würdet. Ja, und bevor wir mit dem eigentlichen Video dann anfangen, muss ich mich noch beim Dino bedanken. Ja, er hat die Kanamikid-Schaft abgeschlossen, ist Junior Kanamikid. Dino, vielen, vielen Dank. Danke für deinen Support. Kuss geht raus. Ja, auf jeden Fall fangen wir ja mit dem eigentlichen Video an. Es gibt jetzt hier erstmal auf dem Pfister Komet S2, das ist neu, gibt es ein neues, was mich auch gar nicht wundert, aber es gibt auf das Auto ein Republikan Space Ranger Design. Ja, das ist richtig, richtig nice. Ihr habt ja auch mal ein Bild eingeblendet. Dann gibt es, wenn ihr euch einloggt in GTA, gibt es ein Baseballschläger-T-Shirt. Ja, das habt ihr jetzt hier auch nochmal eingeblendet. Für beide Sachen müsst ihr euch nur einloggen. Machen wir einfach mal weiter. Es gibt jetzt ein Slasher-Event. Ja, das ist ein Lobby-Event. Werde ich euch nachher aber auch noch genau erklären, weil das ist ziemlich, ziemlich groß. Ja, ist richtig heftig. Ich erkläre euch das auf jeden Fall nachher auch noch. Ja, machen wir weiter mit der Eventwoche. Es gibt doppelt RP und Cash auf die Schlitzer-Reihe. Dann doppelt RP und Cash auf den Diamond Slasher. Und dann hier, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Condiment, doppelt RP und Cash, Come Out to Play, doppelt RP und Cash. Und auf alle Konkurrenzkämpfe, die ihr in den Lobbys bekommen könnt, gibt es auch doppelt RP und Cash. Ja, wenn wir schon bei den Jobs hier sind, ja, Rockstar Games hat uns neue Überlebenskämpfe gegeben. Hier könnt ihr das auf jeden Fall hier mal ein kleines Bild sehen, dass wir jetzt hier mit so Aliens, wir sind Aliens und müssen gegen andere Leute kämpfen. Ist auf jeden Fall richtig nice. Ja, wenn wir schon bei Konkurrenzkämpfen dann auch vorhin schon wieder angekommen waren, es gibt bei den Konkurrenzkämpfen, die ihr dann da bekommen könnt, diese Kisten, gibt es karierten, runden Shades, könnt ihr dann freischalten, ist eine Brille. Ja, und dann gibt es die Green Glow Halskette. Ich hoffe, das ist auch soweit richtig. Die könnt ihr dann auch so freischalten. Müsst ihr dann immer gucken, dass ihr diese Kisten dann immer einsammelt und wegbringt. Ja, das ist auf jeden Fall hier die Jobs und ja, die Konkurrenzkämpfe. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt hier noch 30% Rabatt für die Renovierung im Penthouse. 30% Rabatt auf Dekorationen im Casino, die ihr dann in euer Penthouse bringen könnt. Dann noch 50% Rabatt auf alle Alien-Waffen. Das passt auch gerade zu Halloween. Wundert mich auch gar nicht, ja, warum wir Rabatt auf diese ganzen Alien-Waffen bekommen. Passend zu Halloween hat Rockstar Games die ganzen alten Masken zurückgebracht. Hier habt ihr die jetzt mal im Schnelldurchlauf hier einmal gezeigt. Das sind alle alten Halloween-Masken. Ja, die könnt ihr jetzt hier in dieser Zeit jetzt euch kaufen. Ich denke mal, also ich gehe wirklich ganz stark davon aus, dass sie euch später wieder entzogen werden. Ja, sind auf jeden Fall richtig, richtig nice Masken. Ich habe mir einfach mal wie immer alle gekauft. Ihr kennt mich, ich habe das mit den Weihnachtsmasken ebenfalls so gemacht. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt hier wieder, ja, die Verfügung zu diesen Halloween-Masken. Die könnt ihr euch dann ganz einfach kaufen und dann, ja, anziehen. Ja, dann gibt es noch einen neuen Spielautomat, den ihr in eurer Spielhalle, ja, kaufen könnt, den Cam Heads. Ja, das ist auf jeden Fall ein neuer Spielautomat für alle, die das interessiert. Das könnt ihr dann jetzt hier neu kaufen. Ja, passend auch zur Halloween-Zeit aktuell. Ja, dann gibt es noch Autorabatte. Ich werde euch jetzt erstmal alle Autorabatte hier zeigen. Hier haben wir jetzt den Helion, NS Helion, 501.000 $. Ja, dann haben wir den Albani Lurcha. Ich glaube mal, der kommt als Casino-Podium-Fahrzeug, so wie ich Rockstar Games jetzt mittlerweile kenne. Der kommt das als Podium-Fahrzeug im Casino. Heißt, überlegt euch das, ob ihr den kaufen wollt oder nicht. Ja, kostet jetzt auf jeden Fall $390.000. Ja, dann haben wir den Zaba. Ist auf jeden Fall eine reinste Geldverschwendung, ganz ehrlich. Ich habe den auch nur modded in meine Garage rumstehen, benutzt den gar nicht. 1,08 Millionen $. Ja, den Barpeak Desert Raid, ja, der kostet $417.000 aktuell. Dann haben wir jetzt hier das beste Fahrzeug, finde ich. Damit kannst du mehr anfangen. Barpeak Karaka 4x4 für $612.000. Dann haben wir den Bravado Gauntlet Hellfire für $521.000. Dann gibt es hier jetzt noch, ich mache jetzt einfach mal hier so weiter, ich habe mir das nämlich hier aufgeschrieben, damit ich mir das merken kann. Ja, haben wir hier Prime Gaming. Ja, ihr müsst ganz einfach Social Club mit Prime Gaming verbinden und dann bekommt ihr 100.000, ja, GTA-Dollar. Und dann eine Sanctus Motorrad, also das ist so ein Motorrad, das Sanctus Motorrad mit diesem Totenkopf. Hier habt ihr jetzt auch gerade mal ein Bild eingeblendet. Ja,
Alle Prime Gaming Mitglieder bekommen bis zum 17. November 70% Rabatt auf die Besra und den Z-Type. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Schnäppchen, muss ich sagen. Schlagt auf jeden Fall zu. Ja, dann gibt es jetzt hier, kommen wir jetzt mal zu dem neuen Halloween Update oder Halloween Event, besser gesagt. Das Ganze ist ein Lobby Event, wie ich das vorhin auch schon angesprochen habe. Ja, ich werde euch jetzt erstmal die ganzen Bedingungen dazu sagen, die ihr erfüllen müsst. Ja, es gibt dann hier einmal Ingame muss es zwischen 21 und 5 Uhr nachts sein. Wie gesagt, Ingame, nicht Echtzeit. Dann darf es nur normale Fahrzeuge benutzt werden, keine Flugzeuge, Jets oder irgendwelche anderen Sachen wie Deluxe oder MK2. Das ist auch ganz wichtig, heißt so ein Motorrad oder ein Auto, ja, normales Straßenfahrzeug zum Beispiel, würde auch vollkommen ausreichen. Ja, auf jeden Fall muss man dann mindestens 15 Minuten in einer Lobby gewesen sein, damit das Event dann am Ende getriggert wird. Ja, dann gibt es noch ein Phantom Car und dafür braucht man mehr als einen Spieler. Am besten ist man zu zweit mit einem Kollegen in einer Freundes- oder Einladelobby. Ja, es dürfen dann aber auch wiederum, wenn ihr das in einer öffentlichen macht, nicht zu viele Spieler sein, da das Auto nur einmal pro Person kommt. Es gibt dann einen Cooldown von 15 Minuten und was ihr dann noch bedenken müsst, es gibt ja 4 Slasher-Zonen insgesamt. Ja, ich werde euch jetzt hier noch ein paar Bilder einblenden, damit ihr wisst, wo das ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier 4-mal die Psychozone. Ja, das müsst ihr einfach in dieser Zone dann zwischen 21 Uhr und 0 Uhr da rumfahren und die ganze Zeit Ausschau halten, ob ihr diesen Typ dann findet. Dann gibt es hier noch 2-mal die Fahrerzone. Das ist jetzt hier etwas Besonderes. Es ist kein Fahrer in dem Auto. Ja, es ist auch am Brennen. Es ist einfach am Brennen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach am Brennen. Es ist bestimmt an irgendeinen Film oder so wieder angelehnt, wie immer. Ja, dann gibt es noch die Slasher-Zone, wo ich weiß, dass es was mit Freitag der 13. und Jason hier zu tun hat, weil er hat eine Machete in der Hand. Dann gibt es noch eine letzte Zone. Das ist die Clown-Zone. Ja, das ist auf jeden Fall was richtig, richtig nice. Die Clown-Zone ist einfach ein Killer-Clown, der euch versucht umzubringen. Ja, auf jeden Fall habe ich am Ende von diesem Video noch ein paar Clips, die ich euch dann einblenden werde. Ja, es gibt einen Cooldown von 15 Minuten. Das Besondere bei diesem Fahrer, bei dieser Fahrerzone ist, ja, dieser Fahrer fährt euch so lange hinterher und versucht euch dann mit seinem brennenden Auto so auch anzuzünden, bis ihr dann tot seid. Ja, das Auto verschwindet dann einfach oder die Personen, die dann da rumlaufen, die verschwinden dann einfach. Und was auch komisch ist, das werdet ihr nachher in den Clips auch sehen, wenn ihr in einem Fahrzeug sitzt, werden die euch nicht attackieren. Wenn ihr aus dem Fahrzeug aussteigt, werden die euch direkt attackieren. Das sah echt lustig aus, als ich das gemacht habe. Ja, das war auch schon die ganze Eventwoche. Ja, und das Halloween-Update, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was es gibt. Sollte ich dennoch irgendwas aus irgendeinem Grund vergessen haben, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Ja, auf jeden Fall war es das von dem Video. Lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und danke nochmal an die Jungs, die mir hier geholfen haben bei diesem Video. Ja, ich habe jetzt nochmal hier ein paar Clips für euch vorbereitet, wie das Ganze hier aussieht. Es ist wirklich, wirklich random. Wir haben hier unsere Zeit auch wirklich gebraucht, ja, bis dieses Event angefangen hat, bis diese Leute erschienen sind. Und ja, das war's dann von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video oder aber auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.
6, 6, 6.